So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn es ist Weihnachten oder die Weihnachtszeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochlade, denn ich habe so viele Sachen bekommen. Schon alleine hier sind 3 Pakete vom Fritz, also vom Urinalbecken. Ihr wisst, Fritz hat Cynthia besiegt und deswegen hat er mir 3 Pakete geschickt. Nein, die hatte ich schon davor. Ich habe so viele Sachen noch. Hannes hat, jetzt habe ich noch was von Hannes. Bianca hat noch 2 Sachen. Dann habe ich heute, kam von Kesto, total unerwartet, ohne Ankündigung, ein Kesto-Paket. Adi, Schatz, alles Gute. Ja. Jetzt haben wir hier 3 Sachen vom Fritz. Ich weiß nicht, was, wie, wo. Der hat gesagt, er schickt mir was, wo aber auch irgendwas für den Thomas drin wäre, für die Bianca, für die Genaya. Das soll ich dann nochmal weiterschicken. Muss ich es jetzt trotzdem aufmachen, um zu sehen, was da drin ist? Und ist das dann verpackt oder es steht drauf oder es ist ein Zettel? Ich habe keine Ahnung. Mir egal, ich mache jetzt einfach alles auf. Das ist die Schere. Adi, komm, wir schneiden mal die. Spaß. Die kleine Wurst. So, wir machen jetzt mal das erste Paket auf. Wir machen das, weil das als letztes kam und der Fritz, glaube ich, gesagt hat, da fehlt noch das Katzenfutter. Da gehe ich jetzt also mal davon aus, dass hier drin Katzenfutter ist. Der Thomas hat ja keine Katze, der hat einen Hund. Ne? Und ich habe eine Katze und habe keinen Hund. Und die Shania, die hat Faxe statt einer Katze. Und deswegen machen wir das mal auf, weil wir davon ausgehen, dass das jetzt alles von Adi ist. Da dürfte es auch keine Probleme geben. Einfach ein Karton. Dosen. Dosen. Alle gucken Dosen. Wir haben also einmal Anni Monta Cani Adult Huhn plus Lachs Made in Germany mit Taurin Geflügel. Noch komplizierter kann ja eine Dose Katzenfutter nicht sein. Ich bin eigentlich nicht so Fan von Dosen. Die machst du auf, du willst was da reinmachen, du saust dich voll komplett, dann steht das da rum im Kühlschrank oder woanders oder mit dem Deckel im Kühlschrank, Metall und kalt und deswegen, der frisst eigentlich, like a boss, guck hin, like a boss. Der frisst eigentlich immer nur die Ja-Tütchen, reißt du auf, drehst rum, flatsch, liegt alles in der Schüssel, das isst er dann mit einmal und dann ist gut. Hier, nächstes, Pude, Lamm. Anni Monta Cani Adult Pude Lamm. Pude Lamm. 2. Dose. Jetzt habt ihr hier. Oh mein Gott. Miam Miam. Köstliches Pferd. Angedämpften Kürbis. Getreidefrei und viel Fleisch. Adi, wolltest du schon immer mal ein Pferd essen? Nicht gut. Der Adi mag kein Pferd, glaube ich. Köstliches Pferd? Pferdefleisch, Leber, Lunge, Herz und Magen, Fleischbrühe, für Allergiker geeignet. Sag mal, kann das sein, dass das ein Scherzartikel ist und es ist eigentlich nur Pferdegulasch für Menschen? Ich glaube, das werde ich essen. Jetzt stelle ich mir mal zur Seite, das gute Pferdegulasch, als ob das jetzt für Katzen wäre. Und was haben wir hier noch? Ein Miam Miam Mahlzeit mit leckeren Herzen. Leckere Mahlzeiten für deinen Liebling, artgerecht, natur- und beutenah. Mit leckeren, oh mein Gott. Rindfleisch, Fleischbrühe, Hühnerleber, Rinderherzen, Hühnerherzen, Mineralstoffe und so weiter. Vor allem beutenah. Der wird noch richtig blutrünstig, ja? Irgendwann wache ich auf und habe kein Herz mehr, weil er das gegessen hat, also. Ich weiß nicht. Das klingt ziemlich agro. Ansonsten haben wir hier nur Papier und Folie. Ich packe das schnell mal wieder hier rein. Sind auf jeden Fall Sorten, die ich gar nicht kenne. Auch Firmen und Hersteller, die ich gar nicht kenne, die mir gar nichts sagen. Habe ich keine Ahnung, wo er das wieder her hat. Aus welchem Hinterhofgeschäft. War bestimmt mega teuer. So Herzen sind nicht günstiger. Habt ihr schon mal ein Herz gekauft? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt machen wir mal das hier kurz auf. Eigentlich bräuchte ich ja noch so einen Karton zum Weiterschicken. Das zweite Paket von Urinalbecken. Das zweite Paket von Fritz. Der hat so viel Absperrband da dran gemacht. Da
Da kommst du gar nicht mehr klar. Jetzt machen wir das hier also auf, gucken hier also rein und haben eine Packung Yosera Nature Cat made in Germany, getreidefreier Genuss mit viel Geflügel und Lachs. Kennst du Lachs, Adi? Ist auch wieder adult, ist eine grüne Tüte, eine gelbe Tüte, sieht halt aus wie so eine kleine Packung Chips. Genial, oder? Was sagst du? Tüte Chips für zwischendurch? Stellen wir mal hier ab. Beruhige dich, es geht noch weiter. Dann haben wir hier ein Lomza. Ich traue mich das gar nicht auszupacken. Lomza, das ist ja auch dieses Metbier, dieses Honigbier, oder? Kann das sein? Habe ich drüben noch zwei Flaschen stehen. Waren die auch vom Fritz? Sind die für Shenaya? Sind die für Thomas? Woher weiß ich das? Ich blick da nicht durch. Wenn ich die aber wirklich weiterschicken muss, packe ich die lieber nicht aus und lasse die so zu. Also hier das gute Lomza Honigbier. Meiner Meinung nach. Hier einfach so Füllstoff. Hier noch ein Lomza Honigbier. Ein zweites. Legen wir mal. Jetzt wird es kompliziert. So hin. Dann haben wir hier ein Gläschen, aber das kann man einfach aufrollen, deswegen machen wir das jetzt so. Ein Gläschen von Primat Mustarda, also ich glaube Mustard, also Senf. Jalapeno, super ostra, also richtig scharfer Jalapeno-Senf. Glaube ich nicht, dass es für Thomas ist. Ich blicke eh nicht durch. Vielleicht ist das für die anderen dort drin. Ich lasse trotzdem das Honigbier jetzt erstmal ganz kurz zu. Und wir haben hier noch Chiköfte Bansosa Nar Exili. Und der Rest ist viel zu brutal. Das ist... Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ich... Oh, hier warte mal. Zutaten. Zutaten. Saure Granatapfelsoße. Okay. Wofür? Was macht man damit? Saure Soße mit Granatapfel. Ich hasse Granatapfel. Das sieht auf jeden Fall, ich glaube, das ist einfach eine Packung Kunstblut. Macht ihr euch irgendwo drauf. Sieht bestimmt lustig aus. Einmal Kunstblut aus der Flasche. Ansonsten ist hier noch ein Brief drin. Ein Zettelchen drin. Den Rest legen wir mal kurz einfach wieder rein. Hä? Jetzt ist die Kamera auch noch runtergefallen. Den Rest legen wir kurz mal wieder hier rein, damit wir nicht das ganze Fenster verdecken, sonst sehen wir nämlich gleich nichts mehr. Granat. Saure Granatapfelsoße. Also irgendwas wird man damit schon anfangen können und das ist wahrscheinlich hier ein Rezept oder sowas. Oder extra aus einer Zeitung rausgerissen. Die Hille. Herzensprojekt. Seit 2018 im Museumshafen Harburg. Ne? Drehen wir es aber mal um und haben hier hinten drauf irgendwas. Höllberger Catering und Veranstaltung. Wir sind Ihr Spezialist vom Büroservice, Tagungen oder für den besonderen Anlass und ein Bild von Burgern. Die also irgendwie, keine Ahnung. Wofür ist das jetzt? Wofür dieser Zettel? Irgendwas scheine ich zu übersehen. Jetzt bin ich schon mal komplett verwirrt. Aber wir haben ja noch ein drittes Paket, auch vom Urinalbecken. Jetzt müssen wir mal vorsichtig sein, denn das ist so eine Box, die wir sicherlich gut weiter verschicken können, wo wir alles reintun können. Wir müssen es nur fachgerecht aufmachen. Das ist nämlich hier vorne einmal so. Und hier drüben einmal so. Adi Schatz. Macht keinen Unfug. Und dann ist hier drüben nochmal irgendwie das zugekleistert. Jetzt ist alles. Alles Gekleisterte ist jetzt zu. Wir müssen das jetzt einfach so aufmachen können. Hier haben wir auch gleich einen Brief drin. Das sieht doch gut aus. Da ist ein Brief drin. Zack.
Da ist hier alles nochmal eingepackt. Hier hast du noch was. Oh, ein Pokémon-Bild. Guck mal, Pokémon, schnaps sie dir alle. Schnaps und Bier ist alle, ne? Schade. Ja, das sieht gut aus. Das ist nämlich wenigstens die erste Generation. Das kann man sich auch irgendwo aufhängen, mal so im Hintergrund, wenn ich mal umziehe, alles hin und her. Und jetzt, da blickst du jetzt gar nicht mehr durch. Jetzt ist hier ein Karton im Karton, hier steht für Thomas. Und hier steht für Shinaya und Bianca. Aber ich kann das ja nicht beiden gleichzeitig schicken. Ich muss das ja eh getrennt schicken, oder? Dann machen wir den Brief auf. Was steht denn in dem Brief? So, jetzt kommt es wieder drauf an. Oha. 50 Euro gefunden. Die waren nicht dabei. Das tut mir leid, Thomas, Bianca und Shinaya. Die hat, das ist für die Altersvorsorge. Jetzt lass mir mal kurz hier reingucken. Hallo Ramses. Es sind drei Pakete. Eins für Thomas komplett. Einfach weiterschicken. Wir werden nie erfahren, was da drin ist. Ofenkäse für Shinaya. Ofenkäse für Bianca. Dazu für beide ein kleines Stück Käse. Plus je ein Honigbier. Etwas für Adi und für dich. Ein paar Kleinigkeiten. Plus die Online-Mitgliedschaft. Und die Versandkosten lege ich bar dazu. Schicke, weiß nicht genau, wann das an Kesto, Gruß Fritz. Also für den Kesto schickt er auch noch was an mich, was ich dann wieder weiter schicke. Also Thomas dürfen wir nicht aufmachen. Thomas ist geheim. Wollen wir mal reingucken? Angeblich darf ich es ja genauso weiterschicken. Lass mal es halt auch mal zu. Genau, hier unten. Oh, hier unten ist jetzt noch eine Nintendo Switch Mitgliedschaft drin. Für 12 Monate, 1999, eine Nintendo Switch Mitgliedschaft. Hier ist noch eine Nintendo Switch Speicherkarte, also so eine SanDisk. Extrem, nicht extrem, normal, mit 128 GB. Eine Speicherkarte für die Switch drin. Aber wir müssen ja trotzdem, wenn wir Shinaya und Bianca getrennt machen sollen, dann muss ich das doch eigentlich aufmachen. Das heißt, ich mache das hier auf. Mal kurz. Die zwei Honigbier, also war dann doch eins für Shinaya und eins für Bianca, so wie ich das verstanden habe. Jeder kriegt einen Ofenkäse. Und ich habe die Verantwortung, das alles nochmal neu zu verpacken und nochmal neu wegzuschicken. Käse, guck mal. Machen wir mal auf, machen wir mal hier rüber. So, ein Stück Käse für Bianca. Ein Stück Käse für Shinaya. Und hier, dass wir das dann trennen können, ein Ofenkäse. Ein Feta Format Mini? Auf jeden Fall hier in so einem Holzding drin. Sieht irgendwie interessant aus, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ist in Folie eingepackt. Hier ist ein Deckel, meiner Meinung nach. Dass man den Deckel jetzt nicht oben drauf macht und das so, dann würde keiner wissen, was das sein soll. Soll ein Ofenkäse sein. Sieht pervers aus, sieht aus wie ein Stück Streuselkuchen, nur halt rund. Haben wir also auch einmal hier drin und auch einmal da drin. Also zwei Ofenkäse noch für die beiden. Das lege ich jetzt hier hin. Und wisst ihr was? Jetzt ist der Moment. Bitte schaltet ab. Ich gucke jetzt einfach mal aus Spaß da rein. Das bisschen Klebestreifen drauf machen kann ich ja im Nachhinein trotzdem. Nicht, dass die hier irgendwelche illegalen Sachen rumschicken und dann bin ich das, wenn ich das zur Post tue und dann kommt der Spürhund und dann sagt der Spürhund, oh mein Gott, ich zeige euch auch nicht, was drin ist. Ich gucke nur selber rein. So, da haben wir auf jeden Fall, okay, das habe ich auch schon mal gehabt. Da haben wir, ah toll, das habe ich auch schon mal gehabt. Oh, da würde er sich aber freuen. Was ist hier noch? Hier haben wir noch
eine Dose Fleisch, das sieht aus wie Frühstücksfleisch oder so, oder irgendwas ähnliches, das abschneidest und aufs Brot legst. Also eine Konservendose Fleisch ist drin und... Ach komm, ich zeig's euch jetzt. Thomas, schalt ab. Thomas, shut up, ne? Schalt ab und guck weg. Kennt ihr noch diese Blöden hier? Die Paroli. Zwei Tüten Paroli und... Mario Kart 8 Deluxe. Da wird sich der Thomas aber freuen. Jetzt hat er von mir das Zelda bekommen. Vom Urinalbecken hat er jetzt das Mario Kart bekommen. Das ist ja auch sehr beliebt. So viele Leute kennen Super Mario, kennen Mario Kart, kennen alles andere hin und her, drehen alle durch. Da wird er sicherlich Spaß mit haben. Das haben bestimmt auch viele Leute. Und dann kann er gerade da auch online natürlich mit vielen anderen zocken. Also, Fritz. Fritz ist so ein absoluter Ehrenmann, ich muss es nochmal sagen. Ohne Fritz hätte ich meine Nintendo Switch gar nicht, die ich gar nicht wollte. Aber er mir einfach eine schickt und sagt, bitteschön, viel Spaß damit. Vielleicht auch zur Kanalerweiterung. Und seitdem haben wir so viele nette Stunden gehabt mit Let's Go Pikachu, mit strahlende, mit leuchtende Perle mittlerweile. Also wirklich, Dankeschön Fritz, danke, 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 danke. Thomas, auch du, danke an Fritz, sage ich in deinen Namen. Bianca und Shania bedanken sich auch beim Fritz. Fritz einfach richtig brutal unterwegs, jedes Mal. Das waren drei Pakete, drei Sachen vom Urinalbecken, vom Fritz. Ich muss das jetzt dann alles wieder verpacken. Ich muss dann mal gucken. Ja, ich konnte eh nicht das einfach, stimmt, jetzt fällt mir das ein. Ich kann ja eh nicht das einfach nehmen und so im Ganzen an den Thomas schicken, weil ich wollte ja selbst noch was mit reinpacken und dann werde ich das wahrscheinlich in einen größeren Karton packen und Thomas schicken und die zwei kleinen Kartons halt einmal Bianca und Shania überlassen, weil die müssten sich ja sonst einen Karton teilen. So, der Adi wittert jetzt den Käse, der Adi wird ganz wild, das heißt, ja, die ist schon weg. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Grüße an Fritz, Grüße an den Rest. Und ich hoffe, das kommt alles irgendwann gut bei euch an. Ich werde das auch erst wegschicken und erst später dann hochladen. Denke ich mal so an den Weihnachtsfeiertagen oder so, weil das damit dazugehört. Bis dahin habt ihr vielleicht eure Sachen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.